Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zu Mass Effect 2. Ich stehe jetzt hier auf der neuen Normandie und wollte mich hier jetzt eigentlich gerne ein bisschen umschauen, bevor ich irgendwo hinfliege und ja, einfach eine Runde mal gucken, was für Leute jetzt hier so an Bord sind und überhaupt und sowieso, was ist denn das hier? Privater Terminal, ja, den mache ich auf. Was gibt's denn hier? Teamstatus, den Status ihres Teams überprüfen. Upgrades, ihre Upgrades überprüfen. Ne, habe ich ja noch nichts. Ungelesene Nachrichten habe ich nicht. Archivierte Nachrichten auch nicht. Sehen Sie sich die Ausbildungsvideo von Cerberus über fortgeschrittene Kampftechniken an. Taktiken an. Das will ich mal. Was ist denn das? Ach, guck mal an. Warte mal, das gucke ich mal jetzt an. Was gibt's denn hier? Das ist ja cool. Ach so. Ja, Info. Loyalität, normal. Fähigkeiten, Überlastung, Warp und Schmettern. Kannst du scheinbar noch nicht. Maschinenpistolen und schwere Pistolen. Das finde ich übrigens total toll. Also das wusste ich ja gar nicht, dass man es hier sehen kann. Ich entdecke es jetzt gerade erst. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil dann kann ich... Ich habe ja sonst immer... Ich weiß es ja nicht, weißt? Also so, wer da welche Waffe und überhaupt. Und das finde ich cool. Das finde ich gut. Das finde ich cool. Das gefällt mir schon mal. Okay. Was gibt's denn sonst noch so? Upgrades verbessern die Kräfte ihrer Gruppenmitglieder, ihre Waffen und ihr Schiff. Ja, über Upgrades. Mhm. Ungelesene Nachrichten. Nachricht von Anderson. Guck mal, was ist denn hier los? Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf die Zitadelle zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch sie haben wir jetzt das Sagen und es ist nur angebracht, dass sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir hier gehört haben. Aha. Von der Unbekannte. Okay, das ist ja geil. Warte, jetzt muss ich hier erstmal gucken. Shepard, wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Sead Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Sead war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichtsloser und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen. Ich habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt und keine Sorge wegen seinem Sold. Ich habe mich schon persönlich darum gekümmert. Aha. Na gut, okay. Also, ich müsste mir das eigentlich mal wieder alles aufschreiben. Ne? Das mache ich dann, wenn ich die Folge fertig habe. Ich kann mir das ja nicht merken. Aber ich kann es ja auch immer wieder nachlesen, oder? Ist egal. Okay, von Project Feuergänger. Commander, die MSV Rosalie... Was ist ja ein netter Name. Ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus ist verschollen. Ihr Team soll den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind Wissenschaftler Dr. Manuel... Case und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Zeona gesehen. Absturzstelle der Normandie gefunden. Commander Shepard, unsere Scans im Amanda-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandie. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandie gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffs errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandie werden immer noch 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn sie irgendwas von diesen Vermissten finden, würden wir sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin Trost finden. Cerberus Sturmpanzerung. Shepard, Unsere Panzerungstechniker haben gehört, dass sie wieder im Einsatz sind und bestehen darauf, dass sie über eine angemessene Ausrüstung verfügen. Sie haben ein Paket zusammengestellt, das ich zur Normandie habe liefern lassen. Sie finden es in ihrem privaten Quartier. Zum Glück kennen wir ja ihre Größe. Shepard, unsere Wissenschaftler arbeiten nun schon seit einiger Zeit mit der erbeuteten Kollektorentechnologie. Sie haben eine experimentelle Panzerung in ihrer Größe entwickelt, sowie ein Sturmgewehr, das laut der Tex ein Standard-Thermomagazin aufnehmen kann. Ich habe die Sachen in die Waffenkammer der Normandie liefern lassen. Weidmanns Heil.
Shepard, es gab kürzlich einen Gasvorfall bei einem unserer Außenposten im skylianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agents haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der Gas geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandie schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie Ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen einrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß unserer Taktik auch andere Agenten schulen. Okay. Das ist jetzt, Gott, ja, jetzt lese ich schon so lange vor, aber ich möchte das, jetzt sind die archiviert auch, oder? Keine neuen Nachrichten, nee. Aber ich habe die dann hier noch bei Ungelesene dann ja aber auch nicht. Alle als gelesen markieren. Ach so, die muss ich... Und die sind dann hoffentlich in dem Archivierten, ne? Weil die habe ich ja gelesen. Ja, perfekt. Weil dann kann ich da immer wieder gucken. Dann brauche ich mir das nicht aufschreiben. Ach so, und da kann ich jetzt Video ansehen. Für mehr taktische Kontrolle halten Sie die linke Shift-Taste gedrückt, um das Selektionsrad aufzunehmen. Dadurch wird pausiert und Sie haben Zeit, das Schlachtfeld zu analysieren, neue Feinde ins Visier zu nehmen oder eine Kraft auszuwählen. Während Sie einen Feind im Visier haben, markieren Sie eine Kraft mit der Maus und drücken dann die linke Maustaste. Sie können jedem Gruppenmitglied befehlen, eine Kraft einzusetzen, wodurch bis zu 3 Kräfte gleichzeitig aktiviert werden können. Die Kräfte kommen zum Einsatz, sobald Sie die linke Shift-Taste loslassen und zur Echtzeit zurückkehren. Ja, das habe ich ja schon rausgefunden. Das finde ich übrigens auch ziemlich cool tatsächlich. Was gibt's hier denn noch für ein Video? Ich dümpel jetzt hier rum, ne? Also es tut mir sehr leid, aber das ist für mich ist das cool, weil ich kenne das ja noch nicht. Nach Anwenden einer Kraft müssen Gruppenmitglieder warten, bis ihre Kräfte sich wieder aufgeladen haben, was durch die Statusleuchte angezeigt wird. Auf dem Selektionsrad sind Kräfte, die sich aufladen, grau. Und Kräfte, die beim aktuellen Ziel überflüssig oder wirkungslos sind, rot. Munitionskräfte wie Kryo- oder Brandmunition schalten Waffen in einen verbesserten Modus. Einigkeit belebt gefallene Gruppenmitglieder wieder, benötigt aber Medigel. Viele Angriffskräfte können gezielt eingesetzt werden, sodass Feinde aus bestimmten Winkeln oder sogar um Ecken herum getroffen werden. Ja, das mit dem Wiederbeleben mit Medigel, das habe ich schon gesehen irgendwie. So, eigentlich ist das ja clever, ne? Bisher brauchte ich das ja nicht, also im ersten Teil. Und jetzt hier noch das letzte. Zum Einsatz von Kräften in Echtzeit ziehen Sie sie per Drag and Drop in das HUD und weisen ihnen Zifferntasten. Die Kräfte Ihrer Gruppenmitglieder können Sie auf die gleiche Art zuweisen. Mit Q und E können Sie Ihren Gruppenmitgliedern befehlen, anzugreifen, in Deckung zu gehen oder sich zu einer bestimmten Position. Wenn Sie die Leertaste in diesem Modus drücken, werden Ihre Gruppenmitglieder zu Ihnen gerufen. Optimale taktische Effektivität erreichen Sie, wenn Sie die Kräfte Ihrer Gruppenmitglieder mit Ihren eigenen kombinieren. Ja, alles klar. Gut. Ja, das vermutete ich schon, dass das so sein wird. Ja, prima. Dann habe ich das angeschaut. Das ist cool. Das freut mich jetzt einfach, weil das ja auch was ist. Ich, wie gesagt, ich kenne das ja nicht. Dass Sie auf die Brücke kommen, Commander. Ja, na das ist ja prima. Kann ich hier... Guck mal, ich rede jetzt einfach mal eine Runde mit denen hier so ein bisschen. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Das ist ja auch eine süße... Was ist denn das? Ich brauche keine Hilfe. Ja, ich freut mich, dass Sie da sind. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Nein, wir sind hier im Dienst. Lassen Sie uns professionell bleiben, Yeoman. Jawohl, Ma'am. Noch etwas, Commander? Wie geht's der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Joker möchte auf der Brücke mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Na gut. Das wäre alles. Ja, Commander.
Das ist übrigens auch so, ich finde das Duzen prinzipiell toll im privaten Bereich. Ne? Da ist das ja auch ganz normal oder auch so im Internet. Ne? Also gehört das für mich auch dazu. Das ist schon schön geworden hier so. Finde ich, da gehört das einfach auch dazu. Da ist das ganz normal. Auf Arbeit würde ich das nicht wollen, denn du Arschloch sagt man immer schneller als sie Arschloch. Also auf Arbeit... Bin ich altmodisch, oder? Ich würde das nicht wollen. Also weder, dass mein Chef mich duzt, noch dass ich irgendjemanden duze. Ich kann hier die Steuerung untersuchen. Okay. Wenn man mit jemandem befreundet ist, mit dem man zusammenarbeitet, ist das vielleicht auch was anderes. Und es kommt bestimmt auch ein bisschen auf den Job drauf an. Wenn mein Mann seine Kollegen siezen würde, ist das falsch. Aber ich würde wetten, der duzt seinen Vorgesetzten auch nicht. Edi, wir haben Austritt am Lithium-Kühlkörper Nummer 16. Mit Edi kann ich auch reden. Guck mal, das mache ich erst. Ja, Shepard? Reden wir über Sie. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Ihr Job. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Ach, der spioniert mich doch bestimmt aus, oder was hier? Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Ja, ich glaube ja nicht, dass das das Einzige ist, was den interessiert. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Ja, das ist, das finde ich gut. Zugriffsbeschränkte Funktionen? Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Okay. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Bereit. Was ist das für ein Raum? Erzählen Sie mir von Cerberus. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Das ist aber nicht so unhöflich hier. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie blockiert? Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Ach, hab mich doch gerne. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Aha. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ja, vielen Dank. So, und Joker wollt was von mir. Hi, Joker. Schön, dass du da bist. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Das Schiff ist nur eine Kopie. Wir trauen zu schön, um wahr zu sein. Ich traue denen nicht. Natürlich müssen wir vorankommen. Aber das ist doch alles ein wenig zu praktisch. Vermutlich haben Sie recht. Aber was soll man schon groß sagen, wenn Sie eine VI installieren, die uns ausspioniert? Wir bleiben aber trotzdem, oder? Dieser Sessel ist immerhin echtes Leder.
Schön, dass Sie die Sache trotz allem aus dem richtigen Blickwinkel sehen, Joker. Leder. Ach, den mag ich echt. Den finde ich toll. Kann ich nicht noch was mit dem reden? Das ist alles. Commander. Ja, wie läuft's im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ich verstehe schon. Das ist Ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Ach ja. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Ja, Joker, ich weiß nicht. Das Team? Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ha. Das ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Ja, nee, ist schon klar, aber hast vielleicht gar nicht Unrecht, denken ja? Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Oh. Schade. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, prima. Ach, guck mal, da kann ich noch die Flugsteuerung untersuchen. Ach, ich bin schon so ein Gelehrter, ne? Raumkampfverfolgung und Lichtsensoren können... Hier geht's raus doch eigentlich nur, ne? Ja. Mhm. Gut. Immerhin, das hat sich nicht geändert. Nicht, dass ich mich nicht trotzdem wahrscheinlich 150.000 Mal verlaufen werde. Aber ja, so ist das halt. Ist schon schön geworden, die neue Normandy. Ist schon, also ich finde, die sieht ganz, ganz schick aus. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Halt die Klappe, Edi. Das ist jetzt schon nervig. Ne, ich will nicht mit Edi schon wieder reden. Hier, ich will hier rein. Fahrstuhl benutzen. Ach, na guck mal, was ist denn hier los? Quartier des Captains, Kampfinformationszentrum, Mannschaftsquartiere, Maschinendeck. Ja, dann fange ich mal bei 1 an. 1, 2, 3, 4. Aha. Na, ist ja perfekt, oder? Ich will in mein Quartier als erstes. Na, sowas. Was ist denn hier los? Das haben die extra für mich eingebaut, damit ich immer weiß, wo ich hin muss. Okay, was ist denn hier? Privater Terminal. Ach so, hier kann ich auch noch mal das... alles klar, das, was oben ist. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff. Ah, das habe ich nicht. Ach, das sind so... Sehen Sie sich in Shepards privatem Terminal alle Videos über fortgeschrittene Kampfbildung an. Das sind so Achievements. Individualisieren Sie Ihre Panzerin in Ihrem Quartier auf der Normandie. Ja, das habe ich ja schon vorher gemacht. Ach so, das sind Achievements. Das ist ja cool. Okay. Ach, guck mal, ich habe hier ein Aquarium. Aber da sind gar keine Fische drin. Hier ist nur Wasser drin. Krieg ich auch Fische noch? Ich hätte gern Fische. Fände ich cool. Panzerungsschwind, Ausrüstung, modifizieren. Das hatte ich ja schon. Okay. Ich hab's doch eigentlich hier schön, oder nicht? Musik auswählen. Oh, das ist ja schön hier. Cool. Ich bleib jetzt hier drin. Das finde ich total toll hier. Okay.
Das finde ich gut. So was Schönes hatte ich im ersten Part nicht. Na gut, dann gehe ich jetzt zu den Mannschaftsquartieren. Interessiert mich natürlich auch, ne? Da will ich ja auch mal gucken. Ah, siehst du, da sind schon wieder fast 20 Minuten rum. Ich trödel hier rum, ne? Ich weiß schon. Es tut mir auch fast gar nicht leid. Herrentoilette. Was soll ich denn in der Herrentoilette? Ich bin doch eine Frau. Ist hier sauber? Shepard, die Damentoilette ist auf der Steuerbordseite des Schiffes. Ja, ich will doch nur gucken. Hätte ja sein können, dass hier ein knackiger Mann drin ist. So. Hier ist nichts weiter. Lebenserhaltung. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Ja, wenn du das sagst. Ach so, Crewdeck. Mannschaftsquartier öffnen. Damentoilette. Kann ich jetzt auch duschen hier? Nee. Guck mal, und da soll ich mit drei Mann sollen wir hier stehen und duschen, weißt du? Da drückt sich dann auch Hintern an Hintern. Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Ich wollte aber gucken. Dann mach mal hier auf. Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Ach so, die unterhalten sich. Na, sie werden ihren ersten Geburtstag. Ach, guck mal, aber die Betten sind diesmal größer, ne? Das hatte ich ja im ersten Mass Effect-Teil tatsächlich bemängelt, die zu kleinen Betten. Sie könnte Ziel der Kollektoren werden, oder? Cool, was kann ich hier sehen? Was ist das? Ich will da mal ranscrollen, aber das geht ja nicht. Deshalb bin ich hier. Ich kann mit denen gar nicht reden. Hallo. Ich wollte mit euch reden, aber ihr redet wohl nicht mit jedem. Ja, kann man nichts machen. Dann halt nicht. Das ist das Klo. Dann, wo geht's denn hier noch lang? Was ist denn hier noch? Ach so, ja, hier ist jetzt... Guck mal, ja, Da so Speisesaal und so. Wieder das Überraschungsmenü? Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Das ist Mirandas Büro. Sehr schön, hier, pass auf, mit dem quatsche ich jetzt noch. Commander Shepard, die Helden der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Miss Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Komm, gib mir deine Einkaufsliste, ich mach das schon. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandie? Ja, Koch wahrscheinlich. Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch. Aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Ach so. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Gab's da noch irgendwas? Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Ja, ganz Unrecht hat er ja nicht, so. Na, finde ich. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert,
ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Ja, das ist ja prima. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, ach so, siehst du, jetzt habe ich die neue Mission und ich beende jetzt auch den Part tatsächlich hier, werde im nächsten Part dann einfach weitermachen und hier noch eine Runde rumquatschen, würde ich sagen, oder? Ich danke dir jetzt auf alle Fälle sehr fürs Zuschauen, freue mich, dass du dabei gewesen bist, würde mich auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und sag bis dahin, ciao, ciao!